Caro. Und ich bin die Lena. Uns ist wichtig, dass die Kids-Klassen einen gewissen Rahmen haben. Und dieser besteht bei uns aus Fun, Learn und Move. Ja, Isa, erzähl uns doch mal, was bedeutet eigentlich Fun? Ja, Fun ist unser Einstieg in die Stunde. Die Kids brauchen das immer ein bisschen, ne, um warm zu werden, um sich kennenzulernen, um anzukommen, um locker zu werden. Und dann machen wir gemeinsam ein paar Spiele und dann geht's richtig los. Und Lena, was bedeutet denn eigentlich Learn? Ja, Learn heißt, wir haben auch immer einen Skill-Teil, wo wir uns bestimmte Bewegungen, die Erwachsenen auch alle machen, genauer anschauen. Das können Übungen aus den Turnen sein, also Bodyweight-Übungen, können aber auch genauso gut Übungen sein, indem wir lernen, wie man Gewichte sicher bewegt. Und wir verbessern natürlich auch immer unsere Ausdauer. Fehlt eigentlich nur noch Move. Move bedeutet bei uns, dass wir zum Ende der Stunde unseren Skillteil nochmal vertiefen, indem wir mit einem kurzen Mat-Crawl nochmal ordentlich ins Schwitzen kommen, damit ihr Eltern auch danach schön unter die Ruhe habt. Mir macht es Spaß, die Klassen zu coachen, weil die Kids einfach immer gute Laune mitbringen und es gleich doppelt Spaß macht, sich so zu bewegen. Ich bin gerne Kids Coach, weil ich vom Beruf auch Erzieherin bin und den ganzen Tag sowieso schon Kids mich umgebe. Und, dann ist es ganz toll, im Sport natürlich das auch zu tun, vor allem, weil ich den Sport auch schon sehr lange mache. Und ich mich dann sehr freue, wenn ich das, was ich schon weiß und kann, einfach weitergeben kann und die Kids in Bewegung bringen kann. Ich bin Kids Coach, weil ich den Kindern gerne meine Leidenschaft fürs CrossFit weitergeben will und sie so fit für den Alltag mache. Wir freuen uns auf euch und auf eure Kids.